Pfui. Oh, sorry, deine Nachricht wurde nicht komplett angezeigt. Chris. Aber ich kann es lesen. Das ist ja die Hauptsache. In meinem Moodboard. Ich muss mal gucken, ob ich... Ich muss auch immer noch diese Anzahlen anpassen, was der filtert und so weiter. Machen wir Jäger? Okay, wir machen Jäger. Gut. Mehr Punkte haben wir ja nicht, ne? Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Stell das ist mal passiert? Gerade ein bisschen höher Strand. Von der und dann bin ich in irgendeiner Anzahl, Hülle man schreiben kann, denn da war ein irrer ist Mann, ja dann doch ein bisschen wenig, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Da muss ich mich auch erstmal reinfuchsen. Ich habe zuerst von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat es jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Wobei ich gerade überlege, ob man diesen Filter braucht. Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen und lass das Funkgerät an. Okay. Nö, ist kein Problem, dann wissen die anderen ja auch, worum es geht. So, ja, nicht stehen bleiben. Finden Sie einen Weg aus dem Wald. Musik. Bella Musica. Hallo? Da waren wir auch gerade. Ist jemand hier? Drin, ne? Ach, und schon geht's wieder ins Düstere. Vielleicht ja hier lang. Ja! Vielleicht ja da lang. Verdammt! Das ist auch geil, ne? Verdammt. Tür vom Wind zugeschlagen, aber die können wir jetzt nicht mehr aufmachen. Gehe ich jede Wette ein. Die Musik hört sich ja zunächst mal friedlich an, ne? Was sind das für Zeichen? Das ist eine Sonne. Oder da sind abgefahrene Opferspielchen zugange. Du wettest dagegen, dass es eine Sonne ist? Oder wogegen? Okay. Was ist denn das andere da? Sieht ein bisschen aus wie ein Yin und Yang, aber ist es nicht. Ja. Gut, hier sind wieder Schädel. Ist das ein Tor? Oh Gott. Das ist verrückt. No one leaves. Ja, das sind doch Bombenvoraussetzungen und auch... Ja.
gucken wir direkt, schnüffeln wir mal direkt. Diese traditionelle Nomas gestellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Das ist schön. Untersuchen. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Ach so, wegen der weißen Farbe. Heranzoomen kann man noch. Ich würde sagen, da hat einer gekokst. Ach, das war's schon. Ach, sie brauchen einen Eispickel. Ich brauche was zum Aufstemmen. Wo haben wir den denn? Pass auf, Mädchen, es ist heiß. Oh, siehst du? Es ist bestimmt frisch. Überall Wasser. Karte zeigen. Doch, geht. Da sieht man aber schon, dass ich mit Sicherheit jetzt auch schon ganz viel übersehen habe, ne? Jetzt. Junge, Junge, Junge. Ich muss mich auch erstmal an diese Karte. Wieso? Was? Ah. Da war das Lager. Reliquien. Okay, der zeigt also auch nur die an, die man gefunden hat. Boah, aber da sind 5 Dokumente. Geisterjägerin, 0 von 10. Ich hoffe, da kommt noch was. Da dürfte ja eigentlich noch was kommen. Metropole. Okay. Weiß nicht, auch irgendwie so ein Shooter oder sowas? Wir sind unterwegs. Metrovania, okay, ich habe das. Lara, das wird im da bist Fernsehen du ja. Immer so gestückelt angezeigt.
Überraschung. Trennt das ein bisschen seltsam. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier auch nicht. Also vom Namen her noch nicht. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Method und das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Method habe ich nicht gespielt. Castlevania habe ich ein paar, glaube ich, sogar gespielt. Sam hat mir gerade aber von eben der die ganz alten Sachen erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Sam! Scheiße! Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Hab ich tatsächlich mit diesem gehört, Mann, aber gut, ich bin jetzt auch nicht so... Dann bin ich eingeschlafen. Mega und als ich wach wurde, waren ich sie lange weg. Jahre auch nicht ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Und auch vieles einfach nicht, nicht verfolgt. Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Roth, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Nicht so schlimm.